Ich muss die verlängern vom Gewinde her, damit ich den Spulstandkopf darauf drehen kann. Aha, aha. Hast du vor, was? Gewinde schneiden? Genau, Gewinde schneiden. Okay. Weil ich brauche das Stück hier. Ja, denkst du, das reicht? Ich gehe stark davon aus. Fuck. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Wir werden sehen. Ich bin weder Drifter noch was anderes. Es ist immer nur learning by doing. So ein Piss. Aber die Idee ist schon mal nicht schlecht bis jetzt. Das ist schon mal richtige Richtung, wo ihr denkt. Das heißt, die denken schon mal in die richtige Richtung, dass die näher dran sind dann. Heiko, Hälfte lang klappt nicht. Hä? Hälfte lang klappt nicht. Noch nicht? Nee, Hälfte lang klappt nicht. Heiko, ja, aber Zentimeter überstehen lassen. Dann muss sie noch kürzen, ne? Ja. So haben wir auch gedacht, dass es, ob das reicht. Es ist echt interessant. Aber ich weiß es nicht. Genug Fleisch, oder? Ich weiß es nicht. Und ob das Gewinde dann noch funktioniert. Es ist mutig. Es ist auf jeden Fall mutig. Ich habe eine Höhe. Hier es ist mutig. Hier ist höher als hier. Zentimeter weg. Was? Über. So wie bei mir. Alter. Es langt. Oh, es geht wieder heiß her. Ist das die richtige Steigung? Hast du geguckt? Ja. Okay. Hast du angesetzt und runtergedreht? Ja. Was ist das? 14 mal 1,5. Ja, 1,5 stimmt schon mal. Ja, müsste eigentlich. Aber es sieht so komisch aus, aber okay. Naja, dreh mal drauf. Ich bin gespannt, ob es ganz drauf geht. Ob es reicht, ist auch noch die Frage. Naja, die anderen könnten. Ja, lass doch den Bonus weg, Marc. Marc, lass doch den Bonus weg, dann haben wir wieder Platz gewonnen. Sicher. Hä? Sicher. Ja, den kannst du normal weglassen. Das wird ja mit der Mutter normal gehalten. Dann guck mal, wie viel das ist. Ja, okay. Das ist schon ein Stück. Ja. Den braucht man nicht unbedingt. Spotty Flex. Flex. Ihr habt doch eine eigene Flex. Wo denn? In euren Koffer. Neben Werkzeugpark. Ich brauche mal ganz kurz. Ich jag dich, wenn ich sie nicht wiederkrieg. Weg da, weg da, weg da, weg da. Guck mal, jetzt sieht's doch gut aus. Es ist immer noch zu weit vorne. Es muss so stehen. Wenn du das Rad drauf hast, siehst du es besser. Ja, oder wir schneiden das Gewinde weiter. Haben wir einen Gewindeschneider? Stimmt, guck mal. Warum, wie weit bist du noch weg? Es fehlen gerade so 3-4 Gewindegänge. Mach mal rein. Nee, Mann, es langt dicke nicht. Es muss so stehen. Also wenn ich jetzt so gucke, bist du ein bisschen schepp. So wär's grad. Aber dann müsstest du noch weiter rein. Wir gucken mal nach dem Gewindeschneider. Was ist das für ein Gewinde überhaupt? Das weiß ich nicht. Nimm mal die Mutter, dann kann man es besser. Dass sie von sich aus auf die Idee da kam. Aha. Oho, 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 oho. Das wollten wir auch gerade machen, aber wir haben keinen Gewindeschneider gefunden. Oh, wie? Im Karton ist das drin. In welchem Karton? Nein. Alle Koffer durchgucken. Genau das ist der richtige. Ja. Liga! Kein Gewindeschneider gefunden. Den nehme ich mit heim, den Koffer. Finger an den Grat. Ja. Oh. Okay. Okay, hast du das jetzt gemessen oder hast du das einfach mal Pi mal Daumen ab? Fingergefühl. Okay, nach Gefühl. Passt doch. Geht die drauf? Doch, die passt. Steigung passt. Warum geht das dann so hart? Ja, das ist wahrscheinlich ein gehärteter Guss. Scheiße. Alter, ich bring das nicht hin. Ich bring's nicht weiter hin. Hast du überhaupt schon geschnitten? Weiß ich nicht. Ich hätte einfach noch ein Stückel abgeflext. Nee, dann passt die Spur nicht.
kann doch nicht sein, dass das immer noch auf geht's, Jungs, schneller. So hart geht. Hast du überhaupt geschnitten? Das ist natürlich ärgerlich. Die anderen konnten das einfach einspannen und auf der Werkbank schön das Gewinde nachschneiden. Die haben alle Schellen schon verklemmt, verpresst. Können sie nicht einfach wieder auseinandernehmen. Tuning. Tja. Zu lang? Gewinde zu kurz. Ah. Können wir nicht einfach ein bisschen krumm hauen oder so? Können wir nicht einfach noch ein paar Zentimeter abschneiden? Bringt doch nichts, weil wir waren doch schon an der Mutter angestanden. Komm, du hast die Zange in der Hand. Mach mal Schelle ab. Und dann 110 aufmachen, fertig. Dann brauchen wir neue Kabelbinder. Also sind wir jetzt auf die Idee gekommen, die Spurstangen zu kürzen. Wie wir gesehen haben, ist die Frage, ob das reicht, ob zu viel abgeschnitten wurde, ob das alles ist, was sie machen müssen, man weiß es nicht. Jetzt bin ich ganz unten. Dann tu die Seite wieder ein und ich mach die andere Seite. Wie findest du die Aufgabe bis jetzt? Scheiße! Habt ihr auch nach Gefühl abgekürzt oder habt ihr irgendwas gemessen? Wir haben einen Scheiß gemessen. Nach Gefühl, das sage ich auch immer. Simon, nicht festziehen. Ich weiß, ich muss das doch lockern, Mann. Oh, kann ich nie arbeiten. Alter. Was ist damit? Die ist doch größer. Alter, geil. Ich weiß nicht, ob das Gewinde so stimmt, gell? Also ich soll dir von deiner Frau ausrichten, du bist zu langsam und ihr seid auf dem Holzweg, sagt deine Frau. Die ist auf dem Holzweg. Die ist ja die super Technikerin. So, und das ist wieder heiß. Die kann nicht einmal einen Ikea-Schrank zusammenbauen. Okay, wir tun das, als hätte das keiner gesagt und niemand gehört. Nix, nix, nix. Heiko, die Gewindesteigung ist Schrott. Die Gewindesteigung ist Schrott. Das war, glaube ich, 1,25, nicht 1,5. Gewinde schneiden mit dem Schlagschrauber, oder wie? Nee. Ich will nur die Mutter drauf machen. Geht doch. Machst du bei mir auch mal bitte. Bis er abschneidet. Nicht ganz, machen wir das. Bisschen radikal. Der Spurstangenkopf jetzt. Machst du mit Konus jetzt? Ich mach's ohne. Hast du was vergessen? Ha? Oder willst du noch gucken? Mach den Konus dran. Was? Den Konus? Mhm. Ja, aber der nimmt mir noch mal so viel. Na, aber so hat ja die Schraube keine Funktion. Also die drückt ja trotzdem gegen. Warte nicht. Heiko, oh. Mach lieber dran. Und? Ist zu. Der muss drauf. Dann muss ich auch nicht so weit reindrehen. Wie viel habt ihr jetzt von der Spurstange weggenommen? Ich glaube die Hälfte oder mehr. Wo ist denn der Konus? Da oben liegt er, guck mal. Ah ja, perfekt. Danke. Das oder her. So, jetzt müssen wir dann wieder rausdrehen. Komm, komm. Alter Schwede, was ist denn da los? Dreht er auch in die richtige Richtung? Ja, er dreht schon richtig. Die ist aber schon gut festgebacken. Okay, ich muss aber gucken, nicht, dass die Spritleitung in der Nähe ist. Alles gut. Hast du geguckt, wo Sprit klar, ist? Klar, wo ist schon. Feuerlöscher? Dann macht's Mumm. Ja, nicht aufs Lenkgetriebe. Guck mal, ich krieg die Scheiße. Anders darum, die Rohrzange. Mann, Alter, halt die Schnauze. Das geht einfacher, ich mein's doch nur gut. Ja. Ja. Ja, da ist es! Da ist es! Geschafft, Alter. Toll, ich muss mir die Hände waschen, danke. Hast du Erinnerung? Was? Der ist doch abgelaufen. Verfluchtes Stück, Alter. Und die Manschette. Warte, ich mach die ab, ja. Ja. Warte.
Naja, hast du. Also es wird ganz, ganz knapp. Glaube ich auch. Die sind ganz, also wirklich fast Kopf auf. Team Rot. Ja, dann sage ich Team Schwarz. Ja. Boah. Aber deswegen bleiben wir trotzdem Freunde. Ich hab doch dann jetzt aber auf einmal, ey, was ist hier los? Die haben ja richtig Gas gegeben hier. Krass, die haben sogar den Kopf nicht gekürzt. Wegen Gewinde, guck mal, das haben wir anders da gelöst. Aber der Kopf, den, es gibt viele Wege nach Rom. Solange uns das besser aussieht, ist alles was? Gut. Ich sag ja, guck mal, Dima, hast du gesehen, die haben andere Lösungen wie wir. Beim aber Drift ist es ja scheint so zu funktionieren. Beim Drift ist ja so, normal verlängerst du den unteren Querlänger, ne? Ja, E46. Zum Beispiel. Und dann gibt es welche, die schweißen sich dann hier irgendwas rein, also verlängern auch die Spurstange. Ja. Wir sind sozusagen einen anderen Weg gegangen. Wir haben was gekürzt und nochmal gekürzt. Hast du gesehen, die haben den Kopf nicht gekürzt, sondern das Gewindeschneiden reicht aus. Weil wir haben beide Seiten gekürzt. Wir haben Spurstange gekürzt und Kopf gekürzt. Wir hatten halt keinen Gewindeschneider. Gucken wir mal. Die haben halt eine Ausstattung, die hatten wir nicht. Wir mussten halt andere Wege gehen. Also wir haben damals mehrfach gekürzt, damit es überhaupt einigermaßen passt. Irgendwie haben die sich gerade besser angestellt. Soll ich Lenkradsperre reinmachen? Nee, ne? Nein. Gut. Sieht nicht gut aus für die Jungs. Die anderen sind schon gleich fertig. Aber als weitermachen, als weitermachen. Mach andere Seite das Rad drauf. Ja. Andere Seite Rad drauf. Scheiße. Pass auf, die Barracuda Felgen auf, die waren neu. Ja, halt die Schnauze. Der macht überall Kratzer in unsere Felgen. Das waren mal neue. Fertig, Heiko. Ja, steht Lenkrad gerade. Hier steht Lenkrad gerade. Ja. Dann müssen wir nur noch die Spurstange festziehen. Vorne links ist nicht so geil, aber sonst geht's. Ja, aber kommt doch hin. Das ist ein bisschen offen, die Spur, ein bisschen offen. Komm mal fertig. Das sieht besser aus. Ja. Ja, ich muss noch festziehen. So, wieder hoch. Ja, was ist denn los? Ja, aber das geht doch. Also Augenmaß wird hier angewandt. Pi mal, ja, lass mal hoch, bitte. Das Auto steht noch auf der Bühne. Nachgezogen ist, ne? Ja, nicht drehe ich das jetzt mit der Hand. Also doch noch. Was haben wir? Vorspur, Nachspur, Mittelspur? Ackermann, null. Null. Was hatten wir vorher? Ja. Weiß ich nicht. Ja. Ja, geht. Spur eingestellt. Ja, und jetzt musst du es mir dann erklären, wie man das mit dem Spurding macht, wo die uns gegeben haben. Was für ein Ding haben die uns gegeben? Das zum Vermessen. Wo ist das? Weiß ich nicht, das habe ich ja noch nie benutzt. Zeig mal das Ding. Eins können wir mit Sicherheit sagen, Straßenzulassung gibt es nicht mehr danach.